Like, you could. So, wir machen hier überhaupt Drake mit dem Leben, was ich noch habe. Hat gereicht im Endeffekt. Gut, okay. Sieht es denn worttechnisch eigentlich aus? Es steht ein roter Wort. Das ist weg. Also wir können uns mal kurz die Vision aus den verschiedenen Sichten anschauen. F1 haben wir unsere Sicht. Und F2 die Gegner-Sicht. Ihr seht schon, wir haben da ein bisschen was mehr, ein bisschen mehr im Blick. Auf jeden Fall ist der eine Jungle-Ausgang hier gut gewollt. Der Rapper von mir ist gewollt. Wenn jetzt hier ungefähr, wenn hier drin noch einer stehen würde jetzt, dann wäre die gesamte Seite so gewollt, dass da wir jeden Gegner mitkriegen würden. Aber dann gut. Oh, okay, da stehen jetzt mehr Wards, aber richtig mehr Wards. Mal die Gegnerseite anschauen. Ja. Das sieht gut aus. Und konzentriert euch. Da bin ich ein bisschen greedy reingegangen, halt, aber... Ja, stimmt, da hat der Turm sie gekillt noch. Ja, ein bisschen greedy, hat aber keinen Unterschied gemacht. Nach 18 Minuten, was haben wir denn an Items? Tostana ist normal. Kate dann ebenfalls. Beide kaufen sich Tränke, um länger zu überleben. Auch noch an der... Oh, wow, was ist da denn passiert? Ach stimmt. Da hatte ich mich gewundert, warum der Mistgegner nochmal zurückgekommen ist. Okay. Bei den Supportern. Blitzcrank ist ganz okay. Und Karma auch. Herr Blitzcrank hätte ich mir in dem Sinne eventuell... Hätte ich mir eventuell die Doppeltötung. Dreifachtötung. Vierfachtötung. Da habe ich geflasht. Und wartet. Pentakill für den MC Dragon. Da war ich echt, habe ich echt überlegt, stiele ich ihn dem jetzt oder stiele ich ihn nicht, ich hab den aber doch nicht gemacht. Es war in dem Moment eher der Grund, weil er dann wahrscheinlich rumgeheult hätte wie so ein kleines Kind, deswegen habe ich es lieber nicht gemacht. So, okay, Pantheon kommt hier. Das fand ich auch ziemlich geil. Alle auf dem Blitzcrank, statt einer und mich, statt der Pantheon mich dann nochmal stunt, dass ich nicht wegkomme. Nö, also Fisch. Okay, jetzt geht sie gerade zu Tostana, alle. Oh, schafft sie das? Ist geil. Jump, Flash, Ulti, Heal. Und es hat alles nichts genützt. Schade. Okay. Und Tower. Hier habe ich vorher übrigens Tower gedived. Für alle, die es nicht sind, warum das Haus, wenn ich Leben hatte. Da habe ich vorhin Tower gedived, habe aber nicht ganz down bekommen.
Go, go, Darius! Yay! Go, go, Darius! Yoichi ist so krass, ey. Hier, Troid, Blitzcrank, die Caitlyn, das müsst ihr euch selber reinziehen, wenn die Kay weg ist. Der Troid, die Caitlyn, weil ich ihm gesagt habe, er solle die Caitlyn auch bitte, das war dumm von der Zostana, da hätte er echt reinspringen müssen in dem Moment. Dafür ist Blitz gestorben. Aber auch Caitlyn ist tot. Oh. Lol. Ich dachte, er holt sich die Eve, aber okay. Boah, so eine Jinx, wo die da jetzt rein ist, ja so schön. Oder Ezreal, Ash, irgendwas. Ja, stirbt er jetzt. Der stirbt er jetzt. Ich mache gerade einen Drake nebenbei. Den zweiten. Okay, was haben wir gerade jetzt hier? Wir haben 22,5 Minuten. Wir führen 6,6K, also was 7K. Oh, 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 oh. Und nice Aktion leider ausgerichtet. Und dumm von ihm dahin geflasht zu sein. Aber konnte er nicht wissen in dem Moment. Und das war eine richtig nette Aktion von der Caitlyn. Ich weiß zwar nicht, wie ich diesen Kill noch bekommen habe, aber ich habe ihn bekommen. Ich glaube, ich lag am Webwaff. Den ich gar nicht habe. Okay, super. Keine Ahnung, wie ich den Kill bekommen habe. Auch den habe ich bekommen. Irgendwie war ich die ganze Zeit am KS, die unabsichtlich, aber ich war am KS. Ich habe 627, das sieht ganz gut aus. Wir machen mal eine Farming-Analyse wieder nach 45 Minuten. Jeder sollte jetzt eigentlich nach mindestens 150 bis 170, 80 Farm haben. Das erfüllt. Wow, wieder mal nur Caitlyn. Da ist die zwar nah dran. Hat aber trotzdem zu wenig. Bei mir hält sich jungle-mäßig begrenzt. Ich könnte auch mehr haben, aber es ist noch okay. Es fallen halt echt viele Kills. Ich war schwer das Farmen gerade. Es sind jetzt schon innerhalb von 25 Minuten 50 Kills gefallen. Das ist alle 30 Sekunden ein Kill. Das ist hart. So, Pandion steht ganz aufgeregt da und was kauft er sich? Blutdürster mit dem Pantheon. Und das auch noch, wenn sie hart hinten liegen, ist natürlich das Dümmste, was du machen kannst. Dann wäre es Zeit für den Randuins oder so. Oder ein Bruce Mallet wäre auch eine Option. Auf jeden Fall was Leben bringt, genauso wie die Karma. Die müsste jetzt eigentlich auf
das Zepter geben, was 400 Leben, 400 Mana gibt. Weil die es nicht gerafft haben, das war gerade mein Flash. Ich saß vor dem PC und musste so feiern. Ich flash durch die dickste Stelle, die es so irgendwie gibt in der Gegend. Oh, da hinten ist noch die... Ja, die Ulti war nicht besonders gut durchdacht. Aber na gut. So. Ja, das ist schön noch Leben, Alter. Und... Schlatz. Schlatz. Und er killt ihn noch. Das ist geil. Und Triple Kill für den Pantheon. Der ist auch ganz gut gefeedet, ist aber der einzigste im Gegnerteam. Ne, Midlane auch. Okay. Der Talon hat ja auch mega rumgeraged in dem Game, das ging gar nicht. So. Mal schauen, was ist hier noch so. Kommt die Karma jetzt an. Zentriert euch. Jetzt warten sie gerade auf die Caitlyn. So. Das stelle ich mir jetzt voll lustig vor. Ich habe immer versucht, das... Ach stimmt. Hier stand, kam ich in der Darius und wir dachten uns so, komm, wir gehen 2 gegen 4 rein. Einfach mal YOLO-Mode. Dann so, oh nee, warte mal, 2 gegen 5 ist nicht so eine gute Idee. Ja, gleich kommt Blitzkrieg um die Ecke und BAM. Tot. Tot. Und Ulti. Tot. Gut. Da ist Tristana gerade an Talon gestorben wegen dem Drake. Und da attackieren wir den Ibido ein bisschen. So. Ist das auch ganz lustig. Jetzt marschiere ich einfach nochmal weiter durch. Während alle anderen weggehen. Und machen wirklich noch einzeln einen Tower fertig. Karma kommt jetzt hier. Ich sterbe zwar, aber da der eine flasht, die eine haut ihre Ulti. Lauter geiles Zeug dabei. So. Hier zu 33 Sekunden ausgeschaltet, bringt aber nicht viel für die Gegner. Die haben nur noch einen Tower stehen. Wir haben alle Tower noch bis auf 2 stehen. Das ist heftig. Das kannst du nicht mehr gewinnen. 16k Unterschied. Und trotzdem ist Caitlyn die, die am besten farmen. Respekt. Konzentriert euch.
Oh. Nicht schlecht, jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, dass der Blitz die Doppeltötung gemacht hat. Ist aber auch verständlich, wenn wir zu Ende bringen. So, okay, durch den nächsten Turm jetzt, wir müssen da farmen noch ein bisschen. Okay. Da wollten wir einen Bellmann, da habe ich gesagt, nee, lass mal, brauchen wir nicht. Vielleicht ist es hier mal vorbei, noch eine Minute. Dann gehe ich nochmal YOLO-mäßig online, online. Sterbt dann im Endeffekt, warum ich da reingegangen bin, ich war einfach so eine YOLO, ich weiß nicht, Aktion. Ja. Wie geht es weiter? Erster Kill. Okay. Hätte versucht, noch wegzugehen. Konzentriert euch. Und da geht's los und da kommt der erste Kill, zweite Kill, dritte Kill und dann war's das, meine lieben Freunde. Yay! Das war das Game, meine Freunde. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt wieder was zu ja, zu gucken. Keine Ahnung. Sorry, dass ich so müde war die ganze Zeit. Ich hoffe, man hat sich alles sehr rausgeholt. Und ich hoffe, dass es demnächst, also morgen habe ich frei, da werde ich wahrscheinlich eine ganze Menge aufnehmen. Und bis dahin, adios.